Grüne, Linke und FDP auf gemeinsamer Mission gegen Andreas Scheuer. Sie sammeln Unterschriften, wollen einen Untersuchungsausschuss wegen der gescheiterten Pkw-Maut des Verkehrsministers. Der Vorwurf, er habe hunderte Millionen Euro Steuergelder rausgeschmissen. Für etwas, was er politisch unbedingt wollte, wo er gemeint hat, dass das der CSU besonders hilft, dass es besonders in einem Wahlkampf, in einem Landtagswahlkampf helfen kann. Ich persönlich glaube auch nicht, dass er in seinem Amt zu halten ist. Eigentlich wollte Scheuer ab Oktober 2020 Maut von ausländischen Autofahrern kassieren. Mitte Juni aber kippte der Europäische Gerichtshof sein Vorhaben. Da hatte Scheuer aber schon längst die Verträge mit den Betreiberfirmen abgeschlossen. Obwohl die ihm angeblich angeboten haben sollen, Verträge erst später zu unterschreiben. Die Opposition, aber auch das eigene Ministerium, der Koalitionspartner, alle haben die CSU davor gewarnt, hier koste es, was es wolle, die Pkw-Maut auf den Weg zu bringen, bevor der Europäische Gerichtshof sein Urteil spricht. Jetzt wollen die Betreiber vielleicht Schadensersatz. Es könnte dann schnell um hunderte Millionen Euro Steuergelder gehen. Der Minister bestreitet die Vorwürfe gegen ihn, lässt Akten zur Aufklärung ins Parlament rollen. Den Vorwurf, wir würden etwas geheim halten, weise ich zurück. Seit dem EuGH-Urteil informieren wir umfänglich. Grüne, Linke und FDP überzeugt das nicht. Sie haben genügend Stimmen für den Untersuchungsausschuss gesammelt.